Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Sieber Husum. Dritte Folge heute bereits für den Sieber Samstag. Wunderschönen guten Nachmittag wünsche ich euch zusammen. Ach, ich bin irgendwie gut drauf jetzt. Weiß nicht. Der Tag hat ein bisschen mad angefangen, aber mittlerweile muss ich sagen, jo, Daumen nach oben. Die Stimmung ist gut. Liegt auch daran, dass vielleicht der erste Wagen mit 12 Strohballen unterwegs ist zum Verkauf und ich sehr gespannt bin, wie viel das gibt. Ich schätze mal, super wären 6.000. 6.000 wären optimal. Also wenn ein Wagen 6.000 geben würde, ne, dann hat sich die ganze Schinterei und Schunterei absolut gelohnt. So, wie weit ist er denn? Der ist bald da, ne? Okay. Wir können ja theoretisch noch ein bisschen weiterpressen, weil was machen wir sonst? Däumchen drehen ist ja auch kacke, ne? Können wir vielleicht noch den einen oder anderen Ballen weiterpressen. Das Gute ist, ich kann jetzt hin und her springen. Das wird es auch ein paar Folgen dauern, muss ich sagen. Aber auch irgendwann geht alles vorbei, ne? Klang gerade ganz stark nach einer Therapie. Irgendwann geht alles vorbei. So, da haben wir schon wieder einen Ballen gepresst. Ich hoffe nur, dass der Preis nicht zu doll fällt, ne? Das wär schade. Man, natürlich kann man sagen, jo, ist halt so. Aber es wäre schade. Vielleicht machen wir einfach auch zu viel Sorgen. Das kann natürlich auch sein, ne? Vielleicht machen wir einfach zu viel Kopf. Ich hoffe ja, dass wir in dieser Folge noch mit dem Dreschen fertig werden. Das wäre ja eine richtig angenehme Angelegenheit. Wenn wir das irgendwie noch schaffen würden, das wäre richtig geil. Boah, guck mal die langen Bahnen jetzt hier an. Wahnsinn, ey. Ist er noch nicht da? Der ist gleich da, okay. Einen noch hinten raus haben und dann sind wir... Das klingt so falsch, ne? Also wenn die Meldung kommt, dann muss ich halt kurz weg, ne? Aber ich bin ja gleich wieder da. Aber derweil können schon mal die nächsten Ballen gepresst werden. So, tun wir mal schauen hier, wo das Zeug denn hingehört, ne? Hier nicht, glaube ich. Hier auch nicht. Nö. Was ist hier vorne? Wir haben 1277. Müssen wir wirklich so abladen? Ja, ist doch kein Problem für uns, ne? Deswegen haben wir ja das schicke Teil hier. Meine Güte. Die sind ja nicht attached, ne? Eigentlich müssten sie jetzt schon verkauft werden. Hoffe ich zumindest. An dieser Stelle entladen. Z. Oh lol. What? Das waren 12.000. Das waren fast 1.000 pro Balle. Wir müssen low. Alter, das ist viel Geld, ne? Das ist verdammt viel Geld. Alter Verwalter. Und dann hat irgendjemand mal zu mir gesagt, wenn es lohnt sich Gold, die Strohballen zu bretten. Was? Aber hallo. Aber hallo. Das wird sich richtig lohnen hier. Also, mit 1000 hätte ich auch nicht gerechnet, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber so 6000, man dachte, ja, ist drin, ne? Aber. Ja. Ich finde das schon gut, wie das hier läuft. Ja, doch. Jetzt macht doch wieder voll Sinn zu pressen, weißt du? Wenn du weißt, oh, guck mal, wieder 1000 Euro hinten rausgefallen. Da wärst du ein bisschen weiter, dann piept es gleich. Also das Piepen macht dich schon drauf gespannt, dass gleich wieder 1000 Euro hinten rauskullern. Ich finde das gut. Natürlich könnte man im Umkehrschluss auch sagen, 100 Ballen zum Beispiel. 100 Ballen und wir haben den Teleda da drin, ne? Nur mal so. Für die Mathematiker unter euch. Oder für die mit Zahlen nichts anfangen können. Können wir es ja, also... Können sagen, so ein Merlo kostet 100 Strohballen. Ne? Wenn es keine Währung geben würde, würde man ja Ware gegen Ware tauschen. Dann könnte man das ja so machen. Ne? Das öffnet uns wirklich so viele Möglichkeiten gerade. Das ist krass. Vor allem, wir haben kein Problem mehr. Also, wir haben gar kein Problem die nächste Zeit. Weil wir können uns das Maisgebiss ganz locker leisten. Wir können uns noch andere Sachen leisten. Also, das ist schon geil. Wollt? Doch, ja, das gefällt mir gut, ja.
Was macht der Drescher? Der Drescher drescht. Ja, okay. Bin ja sehr gespannt, ob der heute fertig wird, ne? Sehr gut. Ah, bleib doch mal stehen, Alter. So, ausleeren. Die Frage ist, sollen wir gleich den Drescher auf das neue Feld überstellen? Nicht rüberstellen, sondern überstellen. Oder wollen wir erstmal den Hof frühstücken? Das wäre vielleicht besser, ne? Ja, müssen wir mal schauen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es mache. Aber irgendwie schaffen wir es immer, ne? Also, irgendwie haben wir es noch immer geschafft. Boah. Ich gucke die ganze Zeit schon nach dem MB-Tag, wann der endlich kommt, ne? Ah, da hinten sehe ich ihn. Ganz, ganz klein. Wobei, also 1000 Euro ist schon viel für so einen Strohballen, ne? Also, glaube ich, in Real Life bekommst du keine 1000 Euro für so einen Strohballen. Das, glaube ich, wäre schon purer Luxus. Da bekommst du ja fast mehr für den Strohballen als für die Ernte. Das wäre ja zu krass, glaube ich. Aber ich habe nichts an der Karte geändert. Wenn die Karte das so hergibt, dann ist es so, ne? Würde mich jetzt auch nicht wundern, wie beklagen. Er fährt natürlich hier rein, weil ich den Kurs hier für den Tierhändler eigentlich gebucht habe. Aber, mein Gott. Ne? Oh, oh, oh. Kurze Tauchschüsse. Ah! Oh Gott. Jetzt habe ich es halt wieder geschafft, ne? Ah. Oh, der Drescher ist fertig. Dass ich es halt immer wieder schaffe, mich hier irgendwie. No. Das ist für mich Grund genug, den Verkehr wieder anzuschalten, wenn der Drescher fertig ist. Zack. Das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun, ne? Aber ich wollte es nur mal so sagen. So, wir müssen halt gucken, das Ding hier muss immer laufen. Weil das ist momentan unsere Einnahmequelle Nummer 1. Oh. Alles gut, war Absicht. Nicht. Dauert einen kleinen Moment immer, ne? Aber ist egal. Wir haben ja Zeit, haben wir. Also nehmen wir uns jetzt, so muss man sagen. Ich hoffe nur, dass der Preis auch gleich bleiben ist, ne? Nicht, dass ich jetzt hinkomme, dann bekommen wir nochmal 700. Dann fahre ich nochmal hin, nochmal her, dann bekommen wir nochmal 500. Das wäre doof. Aber ja. Müsste man halt auch so nehmen, wie es kommt. Alle Ruf, alle Ruf. Ruf auf die Anhänger. Können wir schon mal den passenden Kurs wieder raussuchen. Der ist hier, ne? Jo. Wie schnell das geht, bis der voll ist, aber es liegen noch ein paar hier, ne? So muss, kann man ja eigentlich schon so sagen, es liegen noch ein paar bereit. Alter, er hat einen Sound, ey. Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Der MB-Tag-Sound ist wirklich der beste Sound, den ich gehört habe bis jetzt im LS. Glaube ich, ich kenne wirklich keinen Sound, wo ich jetzt sagen würde, oh ja, der ist aber besser als der MB-Tag. Kenne ich keinen, ehrlich nicht. Boah, das ist ein Monster. Wahnsinn, ey. Da war ein Schild. Aber es war nicht meins. Das störte mich sowieso schon lange, das Schild da vorne. Jetzt habe ich hab's mal entsorgt. So. Fertig. Super. Abladen. Nächstes Feld. Ja, natürlich müssen wir ein nächstes Feld machen. Das nützt halt einfach nicht. Das muss jetzt einfach sein. Nächstes Feld und dann gucken wir mal weiter. So, hier ist voll. Dann machen wir hier noch voll. Lohnt sich das zu warten? Wäre wahrscheinlich sogar besser, ne?
Komm, wir warten ganz kurz. Wir gucken mal ganz fix nach, was auf den anderen Feldern noch alles draufsteht. Der nächste ist die 48, weil da haben wir auch sehr gut. Da haben wir nämlich kein, wie heißt's? Kein Stroh. Also, da müssen wir nicht stehen bleiben, bla bla bla, sondern dreschen, dreschen, dreschen. Dreschen, ja. Dreschen, dreschen, dreschen. Läuft. Können wir uns auch ein bisschen Zeit lassen, weil der Ertrag von Sojabohnen, glaube ich, ist nicht so doll. Und die werden natürlich auch sofort verkauft, weil die brauche ich ja für nichts. Für keine weiteren Produktionen. Deswegen können die ohne Probleme einfach weg. Wieder ein bisschen Geld. So, geht sich das aus, bevor ich das Auto kommt? Bevor das Auto kommt? Jo, rundum läuft der an. Ne? Läuft. Ah. Oh nein. Wir müssen hier mal über die Wiese fahren, ne? Der Hof ist ein bisschen zu klein, aber habe ich ja schon öfter bemängelt. Aber irgendwann, glaube ich, gewöhnt sich einfach dran. So, die zwei kleinen Häufchen hier. Das heißt, wir müssen das Feld auch mal neu Dingens machen, ne? 48 habe ich, glaube ich, noch keinen Kurs. Nö. Warte mal, wir fangen mal hier an. Ja, ist richtig. Also, ich hoffe, dass es richtig ist, so, ne? Es wird mal geerntet, ist schon mal richtig gut. So, speichern. F48. Dreschen. Wunderbar, wunderschön. Weiter geht's. Da, nee, dich wollte ich nicht. Tatsächlich, dich habe ich nicht gewollt. Den wollte ich haben. Weil da können wir jetzt noch ein bisschen Zeug einfüllen in die Trocknung. Den können wir wirklich so lange stehen lassen, bis... Aber wir können den nicht generell stehen lassen, weil wir hätten noch den Gillibert, mit dem wir was von A nach B bringen könnten, ne? Das wäre ja auch nicht so schlecht. Stimmt. Ich glaube, den schlimmsten Teil haben wir schon mal geschafft jetzt, ne? Also, es sind natürlich noch sehr viele Arbeiten zu machen, ja. Aber so den wirklich den... Also das war wirklich anstrengend auch zum Teil, ne? Für euch wahrscheinlich nicht, für euch Zuschauer, aber... Für mich war das teilweise schon auch ein bisschen anstrengend hier. Soll jetzt aber nicht irgendwie jetzt mimimi sein, sondern... Einfach nur unter uns, Gebetsschwestern gesagt, es war anstrengend. So, komm, einmal geht noch zum Verkaufen diese Folge, habe ich mir gedacht. Möchte ich aber nochmal ein Foto machen, ne? Ein Foto. So, wollen wir das kurz ausmachen? Warte. Wer hebt mich da gerade hoch? Mann, ey. So. Das reicht eigentlich schon. Dann fahren wir nochmal hier hin. Können schon mal anfangen aufzuklappen. Ne, war das mal aufklappen? War das Z? Jo, war Z, ne? Also, wir merken uns, fahren bis knallt. Weil ich stehe vorne an, ne? Deswegen, ja. So. Machen wir ein Foto für Facebook. Okay. Boah, schon ein mächtiges Ding, ne? Muss man wirklich so sagen. So, an dieser Stelle entladen. Z. Katsching. Ich mag das Geräusch, muss ich sagen. So, wunderbar. Ey, es läuft. Muss ehrlich sagen, es läuft besser als gedacht. So, das heißt, du kannst schon wieder nach Hause tuckern. Ich habe immer noch gleich viel bekommen, ne? Sehr gut. Das war mir. Das wollte ich jetzt gerade nochmal nachschauen. Aber es stimmt. Es stimmt und passt. Gleichzeitig. Der ist schon wieder voll. Machen wir nächste Folge. Okay. Das heißt, wir haben zwei Fahrer. Perfekt. Das läuft. So, weiter geht's hier mit dem Ballenpressen. Das wird halt immer so sporadisch passieren, ne? Mal so, mal so, mal so. Ist halt einfach nur mal das, ja. Immer wieder mal ein bisschen, dann fällt es nicht so doll auf. Jetzt, wo alles abgeerntet ist, können wir sowieso fahren, wie wir möchten. Deswegen, ja. Wird auch nicht so dramatisch sein. Ja. Gut, aber liebe Leute, ich glaube, wir waren heute höchst erfolgreich. Ich danke euch herzlich fürs Zuschauen. Wem das Ganze hier gefallen hat, der kann sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und dann sehen wir uns auch schon wieder am kommenden Montag zu einer weiteren Folge hier auf der Sieber Susum. Bis demnächst. Macht es gut. Ciao, ciao.